Da bin ich wieder beim Drink-First-Programming. Wir versuchen, Reversi zu implementieren. Das Ganze ist nicht so ganz einfach. Gerade im Hinblick auf die Testbarkeit wollte ich noch so eine Convenience-Funktion implementieren. Die läuft jetzt, hat mich 20 Minuten gekostet. Aber dafür können wir jetzt bessere Testcases aufbauen. Und wir kombinieren hier Drink-First-Programming mit Test-First-Programming, DDD, TDD. Getränkemäßig sind wir langsam unterwegs, halben Liter nach einer guten Stunde. Und Ereignisse noch nicht viel aufgeschrieben. Aber wir haben jetzt hier mal eine Ausgangslage. Und jetzt geht es darum, zu testen oder herauszufinden, welche Züge hier überhaupt erlaubt sind. Und wir wollen ja nachher, wenn der Spieler einen Zug wählt, es gibt zum Beispiel ein A, A, B, C, D, 1, 2, D, 1, 2, 3 oder so, wenn er das auswählen würde, ist dann die Frage, kann er den Move machen? Also wenn der Spieler 1 wie Black ist, wäre das legal, weil er da, wenn er hier einen Stein setzt, den umdrehen kann, weil in dieser Richtung hier wieder sein Stein liegt. Und diese Logik ist nicht ganz trivial. Ich denke, wenn wir das heute fertig bringen, dann haben wir doch einiges geleistet. Also was wir wollen, wir haben ein Board, einen Zustand. Dann haben wir einen Move, bestehend aus einer Zeile und einer Spalte. Und ich habe es jetzt hier spaltenorientiert. Lass einfach mal laufen. Nicht so glücklich. Hier oben A bis H und dann 0 bis 7. Also eigentlich, weil wir sonst zeilenorientiert arbeiten, ist es besser, wenn wir sagen hier A3 und zuerst die Zeile gewählt ist. Ich denke, das stellen wir noch schnell um. Da müssen wir auch nicht groß testen. Machen wir das mit dem Slot hier. Machen wir das bei der Row so ähnlich. Hier schreiben wir einfach den Index raus. Machen wir das hier ein bisschen anders. Let's R wie Row Index. Und hier haben wir eben nicht mehr das I. Doch, dann auch das I wieder. Geben wir das R hier aus. Und hier oben machen wir einfach das I wieder wie gehabt. Schauen wir mal, ob das von mir funktioniert. Ja, jetzt haben wir hier, wenn man sagt, C3 ist dann das gemeint, dann haben wir Zeile, Spalte in dieser Reihenfolge und so verträgt es auch besser mit der Logik, wie wir sie implementieren wollen. Also, formatieren wir das noch, ist ja nicht viel geändert. Und committen wir das gleich, row first. Column Seconds in Output. Ja, ist vielleicht ein bisschen kryptisch, wenn man es nicht miterlebt hat. Aber das ist dann im Hinblick auf später sinnvoll. Gerade wenn dann der Alkoholpegel ein bisschen höher sein wird. Das könnte uns dann verwirren. Also, was wollen wir noch einmal machen? Wir haben einen Zustand vom Board. Wir haben eine Zeilenangabe. Also nehmen wir die numerisch entgegen, kann man dann umrechnen vom Frontend her. Wir haben eine Spalteangabe, also einen Move, und die Frage ist dann, ist dieser Spielzug erlaubt, ja oder nein? Das ist der anspruchsvollste Teil des Spiels. Nachher bei der Logik selber, wo das Ganze umgedreht wird, haben wir eine sehr ähnliche Logik und ich frage mich, ob man das irgendwie dann vereinheitlichen kann. Aber gehen wir mal der Reihe nach, zuerst mal korrekten Code schreiben, dann schönen Code schreiben. Fn validate, machen wir noch First Move, werden mehrere Moves machen, mal schauen, wie das dann aussehen wird. Wäre dann vielleicht noch schön, einen komplizierten Move zu testen, aber alles der Reihe nach. Bin schon froh, wenn ich da den einfachen schaffe. Also, das haben wir wieder. Ich denke, wir nehmen Geschwindigkeit halber, kopieren wir das mal runter hier und jetzt let row gleich 0, 1, 2, let
call gleich 0, 0, 1, 2, 3. Let move gleich, ja, jetzt endet es mit der Übersetzung ein bisschen. Mach ein black move. Das ist ja hier, diese Codierung ist black die 1. Schreib's mal hier hin. Habe diese Dichotomie zwischen Zahlen und Konstanten jetzt hier. Aber ich denke, es lohnt sich schon, damit es auch einigermaßen spielbar wird für den menschlichen Spieler. Okay, und jetzt ist die Frage hier, ist das ein erlaubter Move? Let expected gleich erwarten, dass es ein valider Move ist. Actual gleich board.isValidMove. Row call. Player, oder nein, Move ist ein Schlüsselwort, wir müssen es Player nennen. Und dann machen wir assert equal expected actual. So, und jetzt natürlich funktioniert das noch nicht. Not found in board. Also wir haben diese Methode noch nicht implementiert und das müssen wir jetzt machen. IsValidMove, kopieren wir mal diesen Namen hier raus und jetzt versuchen wir das zu implementieren. Was haben wir hier? Ein Self, also wir nehmen das Board entgegen, auf dem wird die Funktion der Methode aufgerufen. Row, jetzt mal ein UseSize, call UseSize. Und Player, was haben wir da? Ein Character, oder? Ja. Wir haben ein initialisiertes Board bestehend aus Charakteren. Man hätte auch die Präsentation und die interne Repräsentation ändern können, aber jetzt haben wir schon das aus Characters angefangen. War vielleicht ein Fehler. Sehen wir dann. Wie finden wir jetzt raus, ob es ein valid Move ist? Also wir haben jetzt irgendwo ein Field. Also jetzt bedingt es mal, das Feld muss leer sein. Let fields gleich self fields row call. Und jetzt können wir sagen, if fields ungleich empty, müsste ich auch ein Boolean zurückgeben. False, return false. Ist das erledigt? Ich habe jetzt keinen trivialen Test gemacht. Return true mal. Ich mache vielleicht das ein bisschen kompakter. 2, 3 mit dem Spieler Black. Und dann mache ich einfach, weil ich ja mehrere solche Tests hier wahrscheinlich vereinen werde. Das wäre jetzt ein valid Move. Aber dann prüfe ich es nachher. Mach mal einen ganz klaren invalid Move am Anfang. Der ist invalid, weil. Muss überlegen, der muss empty sein. Ah nein, ich mache es einfach mal 4, 4. Der ist nicht empty. Dort kann ich keinen black Move machen. Also das ist false. So, jetzt method not found in board. Ich glaube, die müsste noch public sein. Pubfn is valid move. Not found on board. So, jetzt expect type. Ja, ich bin ein bisschen bekloppt hier. Ich möchte hier Bull zurückgeben. Der Kamerade Bier wahrscheinlich schuld daran. Mal schauen, ob er die Methode jetzt findet. Ja, jetzt findet er sie. Der Test läuft durch. Also, dass ich mal kein valid Move, weil dort schon etwas liegt. Und jetzt die Frage, jetzt mal auf 0,0 was legen würde. Ob das ein valid Move wäre? Nein, ist natürlich nicht.
weil ich hier einen Nachbar habe, der eben nicht der Gegner ist. Es wäre die nächste Bedingung, beziehungsweise das müssen wir nicht separat alles formulieren, sondern müssen einfach prüfen, habe ich eine ununterbrochene Linie von gegnerischen Steinen, die terminiert wird durch einen meiner Steine, dann ist der Move valid. Und ich muss in alle Himmelsrichtungen machen. Also nach oben, Nordosten, Osten, Südosten, Süden, Südwesten, Westen, Nordwesten. Das sind so die Himmelsrichtungen und ich muss die alle abprüfen. Und ich werde dann also wie ein sternförmig durch dieses Grid gehen und einfach so lange durchgehen, wie ich eben gegnerische Steine habe und terminieren mit einem freundlichen Stein oder wenn ich am Ende des Arrays angekommen bin. Also da gibt es einiges auf einmal zu beachten und ich glaube, wir können da nicht anders als einfach mal diese Tests alle hier zu aktivieren und versuchen das zu implementieren. Also Return True ist noch optimistisch, das wird jetzt gleich ein bisschen schwieriger. Nehmen wir noch einen kräftigen Schluck vorher. So, wie machen wir weiter? Wir haben jetzt eine Reihe von Richtungen. Directions. Das ist ein Vektor von Tupeln. Und das sind immer Offsets. Also wenn wir zum Beispiel nach Norden gehen, was heißt row-mäßig minus 1, call-mäßig 0. Jetzt nach Nordosten gehen, sie sind wahrscheinlich gespiegelt, egal. Das wäre row-mäßig minus 1 wieder, 1 nach oben und call-mäßig 1 nach rechts. So, und jetzt nach Osten, das wäre row-mäßig ändert sich nichts, call 1 nach rechts, jetzt nach Südosten, also 1, wahrscheinlich 1, 1, 1 nach unten und 1 nach rechts. Wir müssen eigentlich alle Permutationen von minus 1, 0 und 1 haben am Schluss. Ja, ich rechne jetzt da nicht groß aus. 0, 0 haben wir dann nicht. Das wäre ja kein Move. 9. Ja, 9 minus 1. Jetzt haben wir 1, 1. Jetzt noch in den Süden. Das wäre 1, 0 hier. Und jetzt haben wir hier unten row-mäßig wieder 1 und dann aber minus 1, jetzt in den Westen 0, minus 1 und dann in den Nordwesten minus 1, minus 1. Kann das sein? Das 1, sehen alle unterschiedlich aus. Hoffen mal, dass das stimmt. Kleine Verständnisübung, wir sagen, das ist eine Ich könnte auch ein Array machen. Ja, reicht ja. Kann ich einen Typ angeben? E-Size, ja. Das ist ein Slice eigentlich, ja. Ah, da muss ich auch hier noch. Ja, mit Slices verstehe ich nicht so gut, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Dann Cross kann auch Type Inference machen, wird das gleiche rauskommen. Kleine Verständnisübung. Also, wir haben jetzt 8 Himmelsrichtungen kodiert. Wir müssen jetzt einzeln abarbeiten, ausgehend vom Startpunkt. For. Machen wir das jetzt. Wollen wir das I und J, vielleicht nicht so schlau. Nennen wir es mal Row-Delta, Call-Delta in Directions. Hoffe, das funktioniert. Cargo-Check. Ja, es funktioniert. Und jetzt, wo beginnen wir? Also sollten wir beginnen, das ist ja leer, das wissen wir ja, das haben wir überprüft. Also kann man jetzt direkt
den Index setzen. I gleich Rho plus Rho Delta. Dann ist vielleicht R wie Rho und C wie Col. Col plus Col Delta. Jetzt haben wir es schon einmal verschoben. Und jetzt, was sollen wir prüfen? Also für jede Richtung, die wir abarbeiten, müssen wir schauen, dass wir jetzt einen gegnerischen Stein hier erwischen. Und jetzt müssen wir so eine Art Swap-Logik machen. Das heißt, wenn der Player 1 ist oder Player Black ist, müssen wir zu weit wechseln und umgekehrt. Let Opponent gleich Match Player. Und gegen Konstanten können wir matchen. Also bei Black wird es White und bei White wird es Black. Und bei in etwas anderem wird es Return False. Ich glaube, das können wir machen. Das ist ein sogenannter Never Type. Der ist dann der Type Never befriedigt alles typmäßig, weil es wird nie eintreten. Hoffe zumindest. U-Size, E-Size. Da haben wir ein Problem. Ja, da müssen wir dann halt konvertieren. Das RD und CD, das hier sind E-Size-Typen, weil wir negative Zahlen haben. Row-Call sind reine U-Sizes, weil es Array-Indizes sind. Und aber U-Size zu E-Size sollte kein Problem sein in diesen Zahlenregionen. Das funktioniert. Bei Rust muss man halt immer explizit sein, damit man gewarnt ist, wenn man etwas Gefährliches, etwas potenziell Gefährliches versucht. Oh. So, also jetzt haben wir den nächsten Stein erreicht. Let, sagt's mal, Field gleich self fields Row Column. Und jetzt if Fields ungleich Opponent, wenn das kein gegnerischer Stein ist. Achtung, es kommt da noch ein Plot-Twist. Wenn das kein gegnerischer Stein ist, ich denke jetzt schon drei Schritte weiter, wie wir uns nachher diese Kalkulation sparen können beim Stein umdrehen, soll ich nicht machen, Separation of Concerns. Wir müssen unterscheiden, wenn wir einen gegnerischen Stein antreffen, dann gehen wir ja weiter. Wenn wir einen freundlichen, also einen unseren Stein antreffen, ist das völlig in Ordnung, solange gegnerische Steine dazwischen lagen. Also müssen wir zuerst prüfen. Wir können dann auch so einen Trail anlegen, den wir zurückgeben können. Aber machen wir eins nach dem anderen. Wir gehen alle Directions durch. Und für jede Direction has visited opponent. Standardmäßig gehen wir davon aus, wir haben noch keinen Opponent überfahren, wie auch immer. Und jetzt, wenn der Field kein Opponent ist, müssen wir die Fallunterscheidung machen. If has visited opponent und das Field ist jetzt gleich Player, also wir haben in der Zwischenzeit haben wir einen gegnerischen Stein quasi überfahren und sind bei unserem angelangt, dann ist es ein valider Move. Return true. Jetzt, wenn es ein gegnerischer Stein ist, also ein, vielleicht prüfen wir es besser so, if field Python programmiert wieder. Also if field kein Opponent und wir einen Opponent besucht haben und jetzt beim Player angekommen sind, also können wir uns sparen, field gleich Player und wir haben einen gegnerischen Stein besucht in der Zwischenzeit, dann ist das okay.
Aber else if field gleich opponent, wir können auch setzen else with opponent gleich true und dann gehen wir weiter. Im else-Fall, wenn wahrscheinlich ein leeres, also wenn wir unseren Stein sehen, aber noch keinen gegnerischen Stein berührt haben auf dem Weg, dann Moment, true ist dann okay, das ist ein valid move. Aber machen wir Break und prüfen einfach die nächste Himmelsrichtung. Also hier wissen wir, es ist garantiert ein valider Move. Wir kümmern uns nicht darum, welche Steine in diesem Zug gedreht werden. Wir kümmern uns einfach mal darum, ob ich diesen Move überhaupt machen darf. Wenn ich in irgendeine Richtung Steine umdrehen kann, ist der Move legal. Kann ich hier direkt rausgehen. Wenn ich einen Opponent habe, dann habe ich den Visited und mache dann die nächste Iteration. Aber Achtung, ich bin hier noch nicht am Iterieren. Ich muss hier noch einen Loop machen. Und ich loope dann so lange. Das ist die Frage. Ich breche hier nur aus dem inneren Loop aus. Wie lange loope ich? Ich weiß ja nicht, ob das Plus eine negative Zahl ist oder eine positive Zahl. Also muss ich prüfen. Ich muss das nach oben nehmen. While r in range 0 size und c in range 0 size. Moment, das muss ich aber. Row, ich mache schon einmal plus. Jetzt ein bisschen unschön, dass ich es doppelt mache. Ich wende immer das Delta an. Und ja, macht jetzt einfach hier unten. Diesen Fall ist der einzige Fall, wo ich weitergehe. Also wenn ich einen Opponent habe, mache ich R plus RD plus gleich RD C plus gleich CD und da müssen die eben mutable sein. Und ich hoffe, das stimmt vom Typen her. Und solange ich eben nicht über die Array-Grenze rausgehe. Jetzt die Frage, wenn ich über die Array-Grenze rausgegangen bin, wie es dann aussieht. Also das ist jetzt das Breaks nicht eingetreten. Wie sieht es dann hier aus? Ich mache einfach den nächsten, prüfe das nächste. Und wenn ich nie hier erfolgreich rausgehen konnte, gebe ich dann false zurück. Also ein bisschen viel für einmal. Mal einen Code formatieren, also nicht mal die Syntax stimmt. R in size und C in, was habe ich da? While R in das while expression. Ah, ich habe in darf ich hier gar nicht verwenden. Wie prüfe ich in Rust, ob etwas innerhalb einer Range liegt? Keine Ahnung, weil R größer gleich 0 und R kleiner als size und C größer gleich 0 und C kleiner als size. Ups, habe ich einen Unsinn gemacht. Ja, dann mach es halt so. Funktioniert immer noch nicht. Aber das Field, wo ich hier setze, ist halt das Problem, wo ich darauf zugreife. Das sind jetzt I-Sizes geworden. Aber ich kann dir garantieren hier, dass das alles positive Zahlen sind. Also kann ich hier als U-Size das zurückkonvertieren. Ist bei Rust nicht ganz einfach. Size not found in the scope. Ah, size, nicht size. So, etwas stimmt immer noch nicht. E-size found U-size. Also noch einmal, R und C sind jetzt hier I-sizes geworden.
Und ich mache es einfach mal size gleich size as usize as isize. Fast eine Konstante. So, cannot assign twice immutable variable, das ist auch so. As visited opponents muss mutable sein. So, jetzt kompiliert der Code und das ist schon viel für Rust. Cargo check. Cargo test meine ich. Oh. Value used after move. Was ist das Problem? Das ist hier das, was sich der Python-Programmierer gewöhnt ist. Man übergibt self. Aber wir wollen gar nicht Besitzer greifen von diesem self. Wir wollen nur eine Referenz darauf haben. Das reicht uns völlig. Ups. Und darum reicht es auch völlig, wenn man hier... Also hier dann automatisch gemacht. So, natürlich funktioniert der Code immer noch nicht. Was haben wir noch für ein Problem? Ich lese jetzt die Compiler-Message. Mismatch Types. Is value move 2, 3 black. Er wollte ein U8, aber hat ein Car bekommen. Schauen wir mal die Signatur an. Der Player darf schon ein Character sein. Das müsste eigentlich, hier müsste der Test korrekt sein. Player ist kein U8. Das ist hier oben so. Der ist ein Character. Und dieser Test funktioniert. Ganz erstaunlich. Also versuchen wir noch mehr valide und invalide zu finden. Wir haben mal hier bei diesem 4-4 probiert. 0-1-2-3-4. 0-1-2-3-4. Hier den schwarzen drauf zu setzen, das geht natürlich nicht, weil er besetzt ist. Rein von der Logik wäre es schöner, hier den zuerst zu testen. Der funktioniert nicht. Der funktioniert auch nicht. Das jetzt mal negative Tests, könnte man noch mehr davon formulieren. Schauen wir uns die positiven Tests an. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Also hier kann ich gerne einen schwarzen Stein setzen mit Nummer 1. Der wird dann hier den drehen. Das funktioniert. Versuchen wir doch jetzt mal, das abzuarbeiten. Wir können auch den hier nehmen. Hier kann ich nämlich nichts setzen. Das wäre dann Index 2, 2. Wäre wieder false. Das funktioniert. 2, 3. Jetzt gehen wir einfach so weiter. Nehmen wir den als nächstes. Das wäre dann 2, 4. Kann ich hier einen schwarzen Stein setzen? Das wäre die Nummer 1. Nein, kann ich nicht. Aber was ich hier machen könnte, ich könnte einen weißen setzen. Wäre die 2. Das funktioniert auch. Also bin ich hier. Jetzt, wie sieht es hier aus? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5. Weder white noch black sollten hier gehen. Black und white, false. Das ist alles falsch, okay. Und jetzt, wie sieht es hier aus? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. Machen wir gleich für Black und White wieder. Black kann ich nicht, aber White kann ich. Okay, dann machen wir noch den hier. 0, 1, 2, 3, 4. Also 4, 5, 4, 5. Für Black und White. Für Black geht, für White geht es nicht. Und dann noch diesen hier. Da geht gar nichts. Das wäre dann 5, 5. Okay, und jetzt sind wir hier angekommen. Das wäre dann 5, 4.
5-4, was geht hier? Hier geht Black, aber nicht White. Ja, wunderbar. Und dann 5-3. Dürfte hier wohl White gehen, aber nicht Black. Drehen wir es um. Wunderbar. Und dann noch diese zwei hier. Das wäre 5-2. Ups, 5-2. Hier geht gar nichts. Und dann machen wir noch 4-1. Nein, 4-2. Null eins zwei drei vier. Hier kann ich White machen, aber nicht Black. Und jetzt die Frage: Haben wir 3-2 schon getestet? Denke nicht. Dann sind wir mal einmal rum. Hier kann ich Black, aber nicht White. Okay, das wäre jetzt mal dieser große Test. Wenn diese Logik funktioniert, sollte es auch mit mehreren Zwischenständen gehen. Machen wir noch schnell einen weiteren Test dafür. Und dazu vielleicht mal einen kleinen Zwischencommit mit validate move. Okay, recht umfassender Test. Es gibt diese Single Assert Rule, die besagt, dass man in einem Testfall nur eine Assertion machen soll. In diesem Fall wäre es doch recht umständlich, wenn man für jede Assertion wieder einen eigenen Test schreiben würde. Ich gehe einfach von einem Zustand aus und validiere dann mehrere Sachverhalte anhand dieses Zustandes. Und jetzt als nächstes, was ich machen möchte, ich kopiere einfach frei ein bisschen. Ja, Feierabend eigentlich. So. Nicht validate first move, sondern later move, sage ich mal. Und jetzt hier machen wir nicht mehr so umfassende Tests, sondern einfach wir gehen ein bisschen weiter im Spielzustand und suchen uns dann ein, zwei ganz gezielte Tests raus. Dazu gehe ich wieder ein bisschen reverse spielen. Wende mal ein, zwei Züge an hier. So. Fast schon ein bisschen anstrengend, aber ich versuche es mal so zu kodieren. Also schwarz ist 1, weiß ist 2. Und jetzt mache ich vielleicht mal das hier zu, ordne das nebeneinander an. Jetzt können wir das da schön kodieren. Sehen, ich habe OBS offen. Also haben wir hier, das ist weiß, schwarz, weiß, schwarz, schwarz, schwarz. Jetzt ist es nicht mehr so ausgeglichen. Schwarz, weiß. Schwarz-Weiß. Ja, so sieht jetzt der Zustand aus. Und jetzt nehmen wir uns einfach einen Let Board gleich Board from Fields. 012, wieder unsere Codierung dieser Werte. Und jetzt, was wäre jetzt hier ein valider Move für Schwarz? Ein valider Move, also was sicher nicht valide wäre, hier mal runter. False, also 0,0 ist nicht valide, weil hier bekomme ich nie an einen schwarzen Stein wieder. Also das kann ich nicht machen in Valid Move. Implementierung ist hier korrekt. Was ich machen könnte als Schwarz, könnte jetzt in diesem Fall hier zum Beispiel den hier spielen. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 0, 1, 2, 3, 4. Das müsste wahr sein. Oh, ich habe gerade was Dummes gemacht. Nein, doch, ich habe hier einen Test geschrieben, aber hier noch nicht. Schaue ich mal, ob das stimmt. Cargo Test.
ja, das funktioniert. Und ich denke, jetzt teste ich es mal. Hier geht es nicht. Hier geht's. Und wir könnten jetzt auch weiß validieren, aber ist jetzt ja nicht unbedingt nötig. Wir haben das Prinzip demonstriert. Und wir können das mal abspeichern. Commit additional test case for move validation. Und wir pushen das. Und das war jetzt ein langes Video. Mache schon mal das Ganze bereit für das nächste Video. Ich denke, jetzt machen wir wieder ein bisschen Interaktion. Schauen wir mal, der Benutzer soll eingeben, was für einen Move machen will. Und dann im nächsten Schritt wird dieser Move angewendet. Bis gleich.